Muss ich noch ein bisschen rüber? Nö. Gut. Ja, was jetzt? Wir sagen was. Eins, zwei, drei. Mahlzeit, ihr Lieben. Mahlzeit. Ja, wir wollen euch wieder mitnehmen. Heute auf einen Workshop. Genau. Ihr begleitet zwar ein Shooting von uns, aber es ist mal was anderes. Wir geben einen Workshop und ihr dürft dabei sein. Und jetzt ratet mal, was für ein tolles Model wir am Start haben. Natürlich Monique. Genau. Also viel Spaß. Seid gespannt. Ja. Beendet. Jetzt geht's gleich los zur Location und treffen uns dann mit Monique. Und bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ich bin ehrlich. Genau. Ja. Und freue mich natürlich auf das Shooting. Ganz ja, toll. Super, ja. Ja, ein bisschen gesunde Aufregung hat noch nie geschadet. Ja, oder vielleicht sagen wir besser, Respekt sollte man davor haben. Genau. Yes? Ja, das haben wir immer. Ja. Ja, super. Dann auf los. Geht's. So, angekommen. Okay, da sind wir. Jo, sieht doch ganz nett aus hier, ne? Wetter ist wie bei uns. Ein bisschen was ist los vorne mit der Ruhrtriennale. An der Jahrhunderthalle hatten wir ja schon ja, das macht aber gesehen. Nix. Aber macht nichts. Schöne Location. So, dann gucken wir noch mal eben schon mal bei deiner Kamera, was du da vorhin hattest mit den Einstellungen. Dann machen wir das. Autofokus. Genau. C. Einstellungscheck. Hallo, ihr Süß. Hallo. Ich glaube, das ist der Einzige, wenn du da reinpasst, Marvin. Oh, du hast aber schön warm, aber wenn mir kalt ist, weiß ich nicht. Ja, Wahnsinn. Hallo. Ja, hallo. Ich bin nichts auf dem Arm. Nein, ich hatte aber wirklich pink mal kurz auf dem Arm. Ja. Der mega, Mantel mega. Ist ja auch traumhaft das ist dazu, ja. Ne? Traumhaft, das passt dazu, ne? Ja. Also, die Jacke geht auch, aber ich dachte, oh. Träumchen. Kann ich meine Sachen mitnehmen? Ich bin begeistert. Ja, wo wollen wir denn zuerst hin? Sollen wir zuerst vorne an die Halle gehen? Und dann könnten wir sagen, wir lassen die Sachen gerade noch mal im Auto, spazieren sofort erstmal rüber. Und dann, wenn wir dann Location-Wechsel machen, nehmen wir Klamotten mit. Gut, so machen wir es. Plan? So. Okay. So. Das heißt, wir nehmen nur eine Kamera mit. Wir nehmen gerade nur das mit, was wir für ein paar Bilderchen brauchen. Gut. Super. Gut. Let's go. So, Ute macht jetzt mal den Erklärbär, beziehungsweise spricht jetzt mal mit Stefan ab, was wir jetzt so als erstes mal machen, wie wir starten überhaupt. Ja, dann darf ich jetzt auch was sagen, danke. Ich halte jetzt meine Klappe. Danke. Ja, also, Geländer sieht man hier recht nett mit der Fassade im Hintergrund. Die Fassade fluchtet auch so ein bisschen zur Seite weg. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel anfangen, Monique dahin zu stellen, eventuell mit dieser Geländerflucht Richtung Monique und dann diese Fassade, diese weglaufende, vielleicht noch so in den Hintergrund zu nehmen. Ich hätte dann wahrscheinlich eher hier so eine Position jetzt gewählt. Das wäre jetzt so, wie ich jetzt an diese Location rangegangen wäre. Und jetzt kannst du. Wo würdest du dann schneiden? Ich würde gucken, dass dieser Geländerbereich recht weit unten ist. Und dann würde ich aufpassen, dass Monique noch so weit auf dem Bild ist, dass man zumindest die Oberschenkel sieht. Okay.
Sie, also wenn Sie jetzt hier schnell oberhalb des Knies. Ja, genau, würde ich zum Beispiel machen. Das wäre jetzt so eine Bildidee, die ich jetzt bekomme, wenn ich diese Location sehe. Einfach nur so vom, ich gehe dir auch aus dem Weg, dass du dich bewegen kannst. Einfach so vom Gefühl her. Und Nick, du stellst dich einfach mal da nett hin, genau, nett stehen. Hand auf dem Geländer gerne. Das ist doch schon richtig schön. Schon. Ja, klar, mit den wehenden Haaren. Auf jeden Fall. Ja, das passt mit der Jacke auch, ne? Und ja, über die Flucht müssen wir das in die Ecke gehen. Anmachen, was du möchtest. Okay, gut. Jetzt zum Schluss. Jetzt nicht so zum Einschlafen. Nein, nein. Also zum Warming up. Ja, das ist das richtige Stichwort. Ne? Also erstmal machen wir ein kleines Warming up, um ein bisschen warm zu werden, um euch beide auch so ein bisschen einzustimmen. Du bist schon warm. Ja, du bist immer warm. Ja. Direkt loslegen jetzt. Ja. Kein Problem, hallo. Ja, da hast du uns einiges voraus. Ne? Aber das macht dich halt auch so sympathisch. Und von daher macht es auch immer so riesig Spaß. Die werden noch immer länger, die Haare. Ich sag's dir, Wahnsinn. Oh, das ist auch schön, ne? Das hat auch was, ne? Ja. Ich meine, ja, unten nachher ein bisschen wegschauen, ein bisschen aber gerade drehen, mit, fertig. Mit den gespitzten Beinen, da sieht er toll aus. Ja. Die Beinstellung ist toll. Ja, oder ja, hier so ja, aus, ja, schön aus der Bewegung. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Gefällt mir auch gut. Klasse. Also ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch mal runter und gehen mal zu der Treppe, wo ich da mit der Zoe war, weil die finde ich eigentlich sehr schön. Mhm. Und ich glaube, das dürfte bei dir auch super ausschauen. Location-Wechsel. Wir sind jetzt ein paar Meter gelaufen zur Treppe am Bahnwärterhäuschen. Im Sonnenschein ist es noch schöner, würde ich sogar sagen. Aber den haben wir heute nicht. Und dann könntest du von unten aus einer tiefen Position heraus sie dann so aufnehmen, dass die Tür im Hintergrund ist. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Wollen wir damit anfangen? Okay, dann geh du mal hoch. Ja, guck mal. Also wenn ich jetzt mal, ich muss ja ein Stück weiter weg tun, aber du kannst jetzt mit der Tür wunderbar einrahmen, sodass die Tür so richtig einen Rahmen um sie bildet. Kannst du auch so gucken, dass du so entweder am Oberschenkel schneidest oder auch versuchen komplett aufzunehmen, wobei da natürlich die Pflanze ein bisschen im Bilde ist. Ne? Aber das ist jetzt so Geschmackssache. Ich würde zum Beispiel jetzt hier meine Kamera auch wieder recht hoch halten, damit der Kopf nicht an dem Türsturz drankommt. Dass sie also. Ja, du musst dich bewegen. Das ist jetzt das. Ne? Sie steht jetzt da und du musst dich halt irgendwie versuchen, so zu positionieren, dass du
einerseits die Tür als Rahmen hast und andererseits Monique jetzt nicht irgendwelche störenden Elemente direkt hinterm Kopf hat. Ich würde das hier auch ein bisschen mit der Flucht machen. Dann ist das wirklich ein super schönes Bild. Definitiv, kann ich so unterschreiben. Sehr schön. Ne? Das ist doch wirklich toll. Outfit, ne? Da bin ich natürlich immer froh, dass ich eine Frau dabei habe. Ne? Da ist natürlich immer schön, ne? Weil ich tue mich da immer schwer, irgendwas auszusuchen zum einen und dann auch noch zu sagen, irgendwie, ja, zieh doch mal dieses Top an oder dieses. Da bin ich dann doch sehr konservativ immer. Ich auch. Ja. Also, da denken wir gleich. Ein paar Porträts, ja, und nutzt dafür das Gitter. Oh. Und wir haben uns gerade dagegen entschieden, gegen das Licht zu arbeiten. Und von daher muss Ute ein bisschen aufhellen, weil der Hintergrund einfach dann neutraler ist in die Richtung als in die andere Richtung. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz in den Schwarz-Weiß-Modus. Yes. Oh, bei den schönen Farben? Na gut, darfst ich muss das einmal noch mal einmal ausprobieren. Einmal ausprobieren. Das müssen wir jetzt auch noch mal machen.
So, jetzt sind wir mal in einer Location, in der wir auch noch nicht waren. Ja, obwohl wir immer dran vorbeilaufen, haben wir jetzt eine schöne... Nee, drunter her. Drunter herlaufen, haben wir jetzt eine schöne Tiefe gefunden, die wir jetzt mehrfach nutzen werden auf verschiedene Art und Weisen. Sag mal, wo ist denn der Reflektor hingekommen? Im Auto. Ach so. Geht auch wieder nach oben so ein bisschen, siehst du? Ja, ja. Das stimmt. Eine schöne Perspektive einfach. Sowas. Hammerbild. Ich bin begeistert. Einfach der Blick ist schon wieder so ein Hammer, ne? Der Blick ist gigantisch, ja, definitiv. Gigantisch, genau. Der Blick, die Pose. Ja, das Licht ist auch super schön. Ja, ist gerade auch sehr schön weich, das stimmt. Und durch diese Geländer kommt so ein bisschen mehr Helligkeit, ne? Die reflektieren so ein bisschen. Das passt auch. Ich blende ein bisschen auf, dass die Arme noch scharf sind. Ich sag mal, so eine Geländerdinger, sowas findest du ja eigentlich überall im innerstädtischen Bereichen. Gut, ich habe jetzt die Hand auch noch ein bisschen scharf. Das heißt, ich habe die Blende etwas zugemacht. War ganz bewusst, dass das nicht alles so unscharf ist. Also hier ist die Hand sehr unscharf. Dann habe ich aber dann die Blende zugemacht. Aber ich meine, das ist natürlich auch super. Ja, ja, ne? Da kannst du auch schön ranzoomen. Da kannst ne? du super ranzoomen und dann hast du eigentlich schon hier so, wieder so einen Ausschnitt. Ja. Wenn es nur so ein bisschen so. Zack, dann kannst du. So. Das ist das, was ich so gerne mag. Das mag ich eigentlich auch super gerne. Ne? Also auch hier mit der Hand, das passt ja, eigentlich super schön. Ja. Super toll. Würde sich vielleicht auch noch als Schwarz-Weiß eignen. Immer. Ute? Ja, bei solchen Geländern. Das sieht an. Also das, was sagst du immer so schön? Das schreit nach Schwarz-Weiß. Also das wäre hier auch eine Option für Schwarz-Weiß. Ja, super schön. Ja. Super schöne Sachen. Also auch hier, wenn du mit den Haaren spielst, sieht wirklich toll aus. Oh, das auch, ja. Ja, auch das hier. Jo, Spot im Kasten. Na, Stefan ist sehr zufrieden mit dem, was er da so fotografiert hat. Monique macht das aber auch wieder richtig, richtig toll und macht es ihm auch gut einfach. Ja, und jetzt wandern wir noch zu den rostigen Wänden und dann kommen auch noch die schicken Schuhe zum Einsatz. Und dann gucken wir mal, was der Stefan da umsetzt. Eine kurze Jeansjacke kenne ich zwar, aber so kurz, muss ich sagen, ist ja eigentlich mehr schon fast wie ein Schal. Ja. Das ja, stimmt. Ein Jeans-Schal mit Arm. Genau, Jeans-Schal mit Arm. Genau. Ja, die richtige Position finde ich immer nicht ganz einfach, ne? Nee.
durch die Blume gesagt. Ne? Kann man auch mal sowas im Vordergrund nutzen. Das ist ein Sommerflieder, Schatz. Ja, Sommerflieder, eine rostige Wand und die hübsche Monique dabei. Was gibt's denn Schöneres? Kommt gut, ne? Ja. Ne? Guck mal mit. Du kannst wirklich nahezu überall Bilder machen. Du findest immer irgendwas in einem blöden Busch oder eine rostige Wand oder beides. So blöd ist der Busch doch gar nicht. Ja, blöd im Sinne von, der ist da einfach so in der Ecke. Habt ihr gut gemacht. Ja, das würde ich auch sagen. Haben wir gerockt, ne? Ja. Ja. Vielen Dank an alle. Mega, mega. An Ute und Tom. Wirklich vielen, vielen Dank. Von eurem Know-how profitieren können. Ja. Vielen Dank dafür. Gerne. Mhm. Ja. Hat uns auch Spaß gemacht. Ja, wenn nicht immer irgendein Krachmacher im Hintergrund wäre, ne? Ja, wäre es mit den Tonaufnahmen auch noch nett. Und super Location, muss ich auch noch sagen. Also alle, die mal Spaß haben hier nach Bochum zu kommen, sollen hier zum Fotografieren fahren. Ja, auf jeden Fall. Hier sind noch so viele andere Spots. Du kannst auch noch einmal komplett rumlaufen. Und da hinten hier, da auf dem Gang, ist auch noch mal richtig schön. Also, hier kannst du öfter hin. Und Pokémon kann man hier auch spielen. Genau. Das geht auch. Also für Leute, die sich ans Land weilen oder ihre Kinder mitbringen wollen, Pokémon geht hier auch. Würde ich auch sagen. Alles gut. Ja. Dann, das war das Schlusswort, ne? Ja, satteln wir die Hühner und dann geht's auf in die Bildbearbeitung.